Südlich der Arktis liegt ein mythischer Schneewald. Frostig und doch immer grün überzieht er Teile von Alaska, Kanada, Skandinavien und vor allem Russland, das dem Schneewald seinen Namen gab. Taiga. Ihr breites grünes Band umschließt die gesamte Nordhalbkugel der Erde. Die Taiga kühlt das Klima. Aber sie ist auch ein Wald, der Feuer zur Verjüngung braucht. Die Taiga, das sind rund 1,2 Milliarden Hektar baumbewachsene Fläche. So viel wie ganz Kanada und die halbe EU. Sie ist das größte zusammenhängende Waldsystem der Erde, bedeckt fast ein Zehntel der globalen Landfläche und beeinflusst die nördlichen Weltmeere und das globale Klima. Die Taiga wirkt unbewohnt. Obwohl hier Millionen Menschen leben, verstreut auf winzige Siedlungen. Der Kanadier Thomas Scott gehört zum Volk der Cree. Er ist Jäger und Fischer. Er lebt mit der Natur. Hier ist es so sauber wie nirgends sonst auf der Welt. This is the cleanest place. Jagd und Fischfang zum Eigenbedarf ernähren die Cree. Die Natur dient ihnen auch als Apotheke. Meine Schwiegermutter ist erkältet. Ich bringe ihr Labrador-Tee mit, dass es besser wird. Auch Balsam für die Seele hält der Wald bereit. Wenn ich im Wald bin, wird alles andere unwichtig. Ich höre nur die Bäume, die reine Natur hat heilende Kraft. Unser Land macht uns gesund. Hier kann man zu sich selbst finden. Einmal im Jahr zelebrieren die Cree einen Sonnentanz rund um eine Konstruktion aus Taiga-Holz. Das ist ein Ort intensiver Heilung. Die Tänzer fasten 2 Tage lang, trinken auch kein Wasser, um sich durch den Wald stärker mit dem Leben zu verbinden. Die Kultstätte wird aus besonderem Holz gebaut. Im Zentrum ist eine Pappel. Man spürt ihre Energie. Sie ist der erste Baum, der nach einem Brand aus der Erde sprießt. Das ist das Nest des Donnervogels. Er fliegt am Himmel umher und schießt Feuer zur Erde. Deshalb gibt es die Waldbrände. Der Wald muss neu wachsen, sich regenerieren. Die Cree sind Waldbewohner. Sie kennen den Kreislauf aus Feuer und Neubewuchs ganz genau. Die Taiga hat in tausenden Jahren Evolution Pflanzenarten hervorgebracht, die Feuer aushalten und sogar befördern. Jetzt verstärkt aber der Klimawandel diese Brandneigung. Eine Gefahr nicht nur für die Waldbewohner, sondern für die ganze Welt. Menschen südlicherer Gefilde denken bei der Taiga nicht an Feuer, sondern an Frost. Für sie ist es der Schneewald, wo der Weihnachtsmann wohnt. Sieht es nicht aus, als wüchsen hier lauter Christbäume? Das liegt daran, dass im kaltgemäßigten und subpolaren Klima vor allem robuste Nadelhölzer gedeihen, die den langen Wintern trotzen. Die Taiga ist die nördlichste Waldformation der Erde. Sie wird auch Borealer Wald genannt. Nach Boreas, dem Gott des winterlichen Nordwinds. Boreas bringt Kälte bis minus 70 Grad Celsius.
Die Tiere der Taiga schützen sich dagegen mit besonderem Pelz. Die Haare im Fell der Eisbären sind hohl und mit Luft gefüllt. Ein Polster, das die Wärme hält. Die unwirtlichen Bedingungen begrenzen die Zahl menschlicher Eindringlinge. Bis heute ist der Kaltwald des Nordens die größte zusammenhängende, kaum berührte Wildnis der Welt. Rau und karg ist das Leben hier. Das Land ist felsig oder sumpfig. Dabei regnet es kaum. Wo kein Morast ist, droht Dürre. Rund ein halbes Jahr herrscht Winter mit sehr kurzen Tagen und wenig Licht. Und alles Wasser bleibt gefroren. Außer Frühling, Sommer, Herbst und Winter kennen die Bewohner des Schneewaldes zwei weitere Jahreszeiten. Die Zeit des Einfrierens und des Auftauens. Das große Schmelzen beginnt etwa im Mai. Meniskumin heißt das in der Sprache der Cree. Nicht nur das Wasser beginnt wieder zu fließen, auch die Säfte der Bäume. Gerade 3 bis 4 Monate dauert die kurze, aber intensive Wachstumsperiode. Trotz Kälte und Nährstoffarmut ist der Wald des Nordens der wichtigste Grüngürtel der Welt. Sogar bedeutender für das Weltklima als der Tropenwald. Denn er speichert doppelt so viel Kohlenstoff wie alle tropischen Regenwälder zusammen. Eine Forschungsstation der Universität Helsinki untersucht den Gasaustausch der Bäume mit der Lufthülle der Erde. Der Finne Tuukka Petäjä ist Atmosphärenforscher. Er will wissen, was die Ausdünstungen der Bäume bewirken. Jeder von uns kennt diese Dämpfe. Wir riechen sie, wenn wir im Wald spazieren gehen. Diese Gase sind der Duft des Waldes. Wir untersuchen hier die Kohlenwasserstoffe, die aus dem Wald emporsteigen. Uns interessiert ihre Rolle bei der Entstehung kleiner Partikel und deren Wachstum. Wir wollen herausfinden, welchen Einfluss die Partikel auf die Verdichtung von Kondensationskernen haben, aus denen Wolken entstehen. Die Dämpfe über den Wäldern formen kleine Partikel. Wir haben herausgefunden, dass diese kleinen Partikel sich auf die Eigenschaften von Wolken auswirken. Sie bewirken zum Beispiel, wie stark die Wolken Licht reflektieren. Hellere Wolken verlangsamen den Klimawandel. Die Bäume geben chemische Teilchen in die Atmosphäre ab. An ihnen kondensiert Wasser und es bilden sich Wolken. Der Wald bildet so viele Teilchen, dass die Wolken über ihm dichter sind als anderswo. Dichtere Wolken sind heller. Hellere Wolken reflektieren das Sonnenlicht stärker, sodass die heißen Strahlen die Erde nicht erreichen. Das kühlt die Atmosphäre. Doch nicht nur Kühlung geht vom borealen Wald aus. Das trockene Klima und die einzigartige Vegetation sorgen dafür, dass in jedem Sommer Teile des Waldes brennen. Alle Pflanzen der Taiga sind an Feuer angepasst. Manche brauchen die Brände sogar und halten Nahrung für die Flammen bereit. Jede Pflanze entwickelt ihre eigene Überlebensstrategie. Häufigster Laubbaum im borealen Wald ist die Espe, auch Pappel genannt. Die Pappeln des borealen Waldes sterben normalerweise bei einem Waldbrand.
Die haben keinerlei Anpassungen, oberirdisch Brände zu überleben, aber sie überleben unterirdisch. Und sie produzieren Wurzelsprösslinge, die nach dem Brand wieder an die Oberfläche treten. Der Leipziger Christian Wirth ist Biologe. Er untersucht, wie Bäume in Russland und Kanada die Feuer der Taiga überstehen. Der russische Wald wird dominiert von Baumarten, die in der Lage sind, Waldbrände oberirdisch zu überleben. Die Waldkiefer ist daran angepasst, Waldbrände zu überleben. Sie wirft ihre Äste ab, während sie wächst, sodass die Bodenfeuer nicht in die Krone schlagen können. Sie hat eine sehr dicke Borke, die ihre Wachstumszonen vor der Hitze schützt. Die kanadische Bergskiefer und die Küstenkiefer haben eine Strategie, die Feuer braucht für die Verjüngung. Die Zapfenschuppen sind durch Harz verklebt und dieser Harz schmilzt erst bei hohen Feuertemperaturen. Und erst dann kann sich dieser Zapfen öffnen und die Samen werden dann in den frischen Brand entlassen. Und der Bestand verjüngt sich. Auch die Schwarzfichte braucht das Feuer, um sich zu verjüngen. Sie wächst überall im borealen Nadelwald. Man erkennt sie an Zapfen, die hoch oben in der Krone darauf warten, dass die Hitze eines Feuers sie öffnet. Im Gegensatz zu anderen Bäumen lässt die Schwarzfichte tote Zweige gerade nicht abfallen. Damit lädt sie das Feuer geradezu ein, in die Krone zu klettern. Doch bis das Feuer kommt, kann es Jahrhunderte dauern. Der kanadische Waldökologe Gary Racy arbeitet seit über 40 Jahren im borealen Wald. Er befindet sich in einem Waldgebiet, das nicht sonderlich alt aussieht und doch alt ist. Der Stammdurchmesser dieser Fichte misst kaum 10 cm. Und doch ist sie 75 Jahre alt. So sieht ein Wald aus, der gut auf ein Feuer vorbereitet ist. Ein wesentlicher Grund dafür ist am Boden zu finden. Das Moos des Waldbodens ist sehr sauer und die Fichtennadeln machen es noch saurer. Bäume und Zweige, die auf diesen Untergrund fallen, werden von der Säure konserviert wie in Essig eingelegtes Gemüse. Diese Nadelbäume versauern den Boden, wenn ihre Nadeln auf den Waldboden fallen. Das ist eine sehr saure Umgebung. Daher verrottet hier alles nur sehr langsam. Es wächst mehr Farnwedelmoos und damit Brennstoff. Das ist ein alter Fichtenwald, der sich in diesem Alter kaum noch verändert. Es bleibt Totholz zurück, also Kohlen und Brennstoff. Dieser Wald würde sehr gut brennen. Da fehlt nur noch ein Zündfunke, ein Blitzschlag oder ein schlecht gehütetes Lagerfeuer. Getrocknetes Farnwedelmoos bildet eine zusammenhängende, potenzielle Brennstoffschicht. Die Fichtenzweige reichen am Stamm vom Waldboden bis hoch in die Krone. Das ist eine ununterbrochene Brennstoffleiter. Selbst ein langsam kriechendes Feuer kann so vom Waldboden über die Brennstoffleiter zur Krone hochbrennen und ein viel aggressiverer Brand werden. Ein Zündfunke würde auf viele feuerbegünstigende Faktoren treffen. Dass dieser Wald noch nicht gebrannt hat, ist reiner Zufall. Ein frisch entzündeter Waldbrand kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Ein einfaches Oberflächenfeuer verbrennt Gras und Totholz mit geringem langfristigen Schaden.
In seltenen Fällen brennt sich das Feuer tief ins Moos und wird ein sogenanntes Grundfeuer. Im borealen Wald kann die Moosschicht ein ganzes Jahr oder länger schwelen, selbst unter der Schneedecke im Winter. Die gefürchtetsten Feuer entstehen, wenn der Brand nicht am Boden bleibt, sondern an den Baumstämmen emporklettert und auch die Kronen erfasst. Diese Kronenbrände sind extrem heiß. Außerdem breiten sie sich viel schneller aus als Grund- und Oberflächenfeuer. Im borealen Wald von Kanada brennen jedes Jahr tausende Feuer. Die allermeisten gehen ganz von selbst wieder aus. Nur etwa 3% sind Kronenbrände, die 97% der Schäden ausmachen. Im Extremfall steigt der Rauch hoch in die Atmosphäre. Dort gebiert er die bösen Zwillinge der hellen Wolken, die die Taiga eigentlich kühl halten. Kondensiert Wasser aber an Rauchpartikeln, bilden sich sogenannte Pyro-Cumulus-Wolken. Pyro heißt Feuer. Die Feuerwolken schießen trockene Blitze weit vor die Flammenfront und setzen weitere Flächen in Brand. Manche Feuersbrünste verwüsten Tausende von Hektar. Zum Beispiel, wenn mehrere Einzelbrände zusammentreffen. Diese Megafeuer lassen sich kaum löschen. Unberechenbar wechseln sie die Richtung, wogen und springen. Sind keine Siedlungen bedroht, lassen die Behörden solche Feuer in der Regel einfach ausbrennen. Oberflächenfeuer, wie sie vor allen Dingen in Sibirien vorkommen, verbrennen bloß das, was auf dem Waldboden liegt. Deswegen sind die Emissionsraten vergleichsweise gering. Ein solches Oberflächenfeuer emittiert im Durchschnitt 1,3 Kilogramm Kohlenstoff pro Quadratmeter. In Kanada und in Alaska, wo wir häufig Kronenbrände haben, wird sehr viel mehr Kohlenstoff verbrannt, weil dort sowohl die organische Auflage am Boden als auch die Krone verbrannt wird. Das führt zu hohen Emissionsraten, 2,6 Kilogramm pro Quadratmeter Kohlenstoff. Und das ist die doppelte Menge von dem, was bei einem Oberflächenfeuer in Sibirien verbrennt. Noch Monate nach einem Feuer ist für ungeübte Betrachter schwer vorstellbar, dass in den Brandflächen bald neue Pflanzen wachsen werden. Das Feuer hinterlässt eine bizarre Landschaft. Ein riesiges, lautloses Tableau des Todes. Wurde auch der Oberboden von den Flammen verzehrt, erscheint eine Art Röntgenbild. Entblößte Wurzeln zeigen die Verflechtung verschiedener Baumarten, die Nährstoffe geteilt haben, bevor sie alle verglüht sind. Der Eindruck totaler Verheerung trügt. In der verkohlten Erde keimt bereits neues Leben. Erkennbar nur für das geübte Auge. Ich sehe hier keinen verschwundenen Wald. Natürlich sind die Bäume gestorben, die vorher hier gestanden haben. Aber ich sehe schon die Vorboten des neuen Waldes. Die Keimlinge, die durch den krautigen Bewuchs aus dem Waldboden sprießen. Das ist Phase 1, der Ground Zero des neuen Waldes. Dieser Wald ist vor einem Jahr abgebrannt. In der Draufsicht bleibt unsichtbar, was der erfahrene Ökologe bereits deutlich erkennt. Man muss genau hinsehen. Wie ein Phönix wird der Wald sich aus der Asche erheben. Zuerst wachsen kleine Pflanzen. Das weit verzweigte Wurzelwerk des schmalblättrigen Weidenröschens hat den Brand überlebt und schlägt neu aus.
Die Pflanze bildet schnell enorm viele Samen. Sie heißt auch Feuergras und ist im Wappen des kanadischen Yukon-Territoriums verewigt. Ein Wald ohne Baumkronen bietet Blaubeeren beste Bedingungen. Auf dem lichtüberfluteten, von Asche gedüngten Boden verbreiten sie sich schnell, verschwinden aber wieder, sobald das Blätterdach der Bäume Schatten wirft. Eine verkohlte Birke treibt am Boden neu aus. Aus ihren alten Wurzeln wächst frisches Grün. Wenn in wenigen Jahren der alte Stamm zu Boden geht, werden die jungen Birken seinen Platz einnehmen. Schon als Sämlinge konkurrieren Kiefern und Fichten um Licht und Nährstoffe. Noch kann man die Arten kaum voneinander unterscheiden. Die Kiefern recken sich ein wenig schneller nach oben. Die Fichten werden jahrzehntelang in ihrem Schatten stehen, bis sie schlussendlich den Wald wieder dominieren. Weniger als 5 Monate im Jahr strahlt die Sonne hell und warm genug, dass Pflanzen im Schneewald nicht nur überleben, sondern wachsen. Begierig saugen sie die Energie auf. 15 Jahre nach einem Großbrand verweben sich Bäume und Unterholz miteinander. Sie kooperieren und konkurrieren. Unmittelbar nach dem Feuer kämpft jeder Baum für sich allein. Wenn sie größer werden, beginnen die Zweige sich zu überlappen. Manche Bäume wachsen über andere hinaus. Dann beginnt die Zeit, in der sie eine Gemeinschaft bilden. In der Wachstumsphase schließen die schnell wachsenden Arten wie Banks-Kiefer und Birke ihre Kronen unterhalb der noch stehenden Tothölzer des Vorgängerwaldes zu einem Blätterdach. Das Blätterdach absorbiert das Sonnenlicht, das nun den Waldboden nicht mehr erreicht. Im Schatten der schnell wachsenden Arten entwickelt die Schwarzfichte sich trotzdem sehr gut, denn sie kommt auch mit wenig Licht zurecht. Unter den Fichten sind die Blaubeeren, die sich kurz nach dem Feuer ausgebreitet hatten. Sie werden weniger, weil unter dem geschlossenen Kronendach immer weniger Licht den Boden erreicht. Die unscheinbarsten Mitglieder dieser aufstrebenden Gesellschaft sind Moose und Flechten. Auf dünnem Mutterboden wachsen sie genauso raumgreifend wie auf blankem Gestein. Sie bilden einen ganz eigenen Wald. Manche Arten erinnern an Unterwasserkreaturen. Je dicker die Moosschicht, desto saurer wird sie. Diese Säure der Moose verlangsamt am Ende das Wachstum des gesamten Waldes. Sie hilft auch bei der langfristigen Bindung von Kohlenstoff. Mit der Zeit entwickelt sich eine ganze Abfolge verschiedener Moosarten. Und aus ihnen entsteht neuer Waldboden. Sie sorgen aber auch für eine Versauerung des Bodens im Laufe der Zeit. Dreißig Jahre nach einem Feuer ist der Wald noch ein wildes Gewirr vielfältiger Gewächse, die um das schwindende Licht konkurrieren. Schnell wachsende Birken und Kiefern bestimmen jetzt die Silhouette des Waldes. Aus dünnen Birkentrieben sind kräftige Stämme geworden. Der Altbaum, aus dessen Wurzeln sie gewachsen sind, ist abgeknickt und versinkt im Moos. Unterhalb der Birken drängeln Espen ans Licht. Fallen die Birken, nehmen die Espen ihren Platz ein. Diese schmächtigen Fichten haben ihre beste Zeit noch vor sich. Sie wachsen sehr langsam und stetig. Schatten stört sie nicht. In einigen Jahrzehnten werden sie als ausgewachsene Bäume diesen Wald dominieren.
Die Zeit wird zeigen, wie viele Bäume dieses Stück Erde in den nächsten 10 bis 20 Jahren ernähren kann. Viele Bäume werden absterben. Das ist ein Kampf ums Überleben. Der wachsende Wald nimmt große Mengen Kohlenstoff in sich auf. Zusammen mit Sonnenenergie, Wasser und anderen Nährstoffen aus Luft und Boden verbauen die Pflanzen ihn zu Biomasse. Kohlenstoff, der in der Feuersglut in die Atmosphäre entwichen war, wird so langsam wieder gebunden. Doch wie lange dauert es eigentlich, bis der neu wachsende Wald den Kohlenstoffausstoß eines Kronenbrandes wieder absorbiert? Also man kann sich die Frage stellen, ob die nachwachsende Generation nach Kronenbränden günstig ist dafür, um während dieses raschen Wachstums sehr viel CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen. Man kann diese Rechnung so nicht aufstellen, denn die Gründung dieses Bestandes ging mit einem Feuer einher, was sehr viel Kohlenstoff verbraucht hat. Es hat sehr hohe Kohlenstoffemissionsraten. Und außerdem wird während des Aufwachsens des jungen Bestandes das alte Holz parallel dazu zersetzt. Das heißt, währenddessen gibt es noch große Verluste von CO2 in die Atmosphäre. In Wäldern, die von Arten gebildet werden, die Feuer überleben können, wie das in Sibirien bei den Waldkiefern und den Lärchen der Fall ist, werden die Bäume sehr viel älter als in Kanada, doppelt so alt in Sibirien wie in Kanada. Und auf die Art und Weise können sie auch größere Kohlenstoffvorräte aufbauen, über Jahrhunderte. Diese Speicherfunktion, die sie dadurch ausüben, ist für den Kohlenstoffkreislauf sehr viel wichtiger. Denn dieser Kohlenstoff wird über längere Zeiträume der Atmosphäre entzogen. Das rasante Wachstum des jungen Waldes verlangsamt sich mit der Zeit. Ein alter Wald wächst stetig, aber nicht mehr schnell. Dieses Stück der kanadischen Taiga brannte zuletzt vor mehr als 200 Jahren. Es ist jetzt locker bewachsen. Birken, Espen und Kiefern sind abgestorben. Nur die Fichten sind übrig und verjüngen sich sogar, ganz ohne Samen. Aus herunterhängenden Zweigen entstehen Absenker. Das Nest für die Kiefernkinder ist ein dicker Teppich aus Flechten und Moosen. Gary Racy untersucht, wie und in welchem Tempo der Teppich sich ausbreitet. Der Forscher weiß, wie wichtig diese niederen Pflanzen sind. Nicht nur für junge Fichten, sondern auch als Kohlenstoffspeicher und damit für das globale Klima. Diese Fichten wachsen im Federmoos. Das ist hier etwa 30 cm tief, direkt auf Felsgestein. Es ist überwiegend Pleurotium schreberi, Rotstängelmoos, eines der häufigsten Moose der Erde. Es ist gebundener Kohlenstoff. Wenn wir das Moos auseinanderziehen, finden wir noch mehr Moos. Unvollständig verrottetes, altes, totes Pflanzenmaterial. Ins Moos eingesunkenes Totholz verrottet in der Taiga nicht, sondern wird dauerhaft konserviert. Die dicke Moosschicht isoliert, sodass der Frost tief im Boden nie auftaut. Es entsteht Permafrost. Eine auf ewig gefrorene Schicht aus Moos, Stein, Totholz. In den nördlichen Taiga-Ausläufern ist das Moos so dicht und der Permafrost so tief, dass sich Erhebungen bilden. Sie werden Bauminseln genannt. So speichert der Permafrost unter nahezu der gesamten Taiga Kohlenstoff schon seit der letzten Eiszeit. Deswegen bindet der langsam wachsende Kaltwald doppelt so viel Kohlenstoff wie die üppig wuchernden tropischen Wälder. Noch ist der boreale Wald ein gigantischer Tiefkühlspeicher,
randvoll mit Kohlenstoff. Doch die rohstoffgierige Industriegesellschaft plündert diese Vorräte nach Kräften. Mit der Folge, dass der ewige Eisschrank auftaut. In Kanada werden jährlich mehr als 4000 Quadratkilometer borealer Wald abgeholzt. Das entspricht der anderthalbfachen Fläche des Saarlands. In Russland wird sogar 16 Mal so viel eingeschlagen. 64.000 Quadratkilometer jährlich. Das ist etwa die Fläche von Bayern oder viermal die Metropolregion Paris. Verglichen mit den Tropen nimmt die Weltöffentlichkeit von der Dezimierung des borealen Waldes allerdings wenig Notiz. Enden die Bäume als Bauholz, bleibt der Kohlenstoff gespeichert. Doch aus fast der Hälfte der jährlichen Holzernte in Kanada werden Zellstoffprodukte. Diese Bäume hier sind zum Export in die USA bestimmt. Sie werden als Windeln für erwachsene Enten. In den Weiten der Taiga zeigen sich heute fast überall Spuren des industriellen Holzeinschlags. Der dabei freigesetzte Kohlenstoff trägt zum Klimawandel bei. Aber die Treibhausbilanz der Holzwirtschaft wird noch bei weitem übertroffen von den verheerenden Folgen der Permafrostschmelze. Der immer gleiche Kreislauf, der die Taiga seit Jahrtausenden bestimmt, ist aus dem Takt geraten. In ihren subpolaren Breiten verändert sich das Klima 2 bis 3 Mal schneller als anderswo auf der Welt. Zeichen des Wandels sind bereits überall sichtbar. Häufigster Baum am Südrand der Taiga ist die amerikanische Espe, auch Zitterpappel genannt. Ihren Namen verdankt die Zitterpappel dem charakteristischen Rascheln ihrer Blätter im Wind. Sie vermehrt sich vorwiegend über ihre Wurzeln. Die greifen unter der Erde weit aus und bilden genetisch identische Schösslinge. Das gemeinsame Wurzelwerk dieser Klone kann viele tausend Jahre alt sein. In Russland bedecken Pappeln mehr als 23 Millionen Hektar. Ein kanadischer Espenwald zieht sich über 1500 Kilometer. Doch immer weniger Espenlaub zittert im Wind. Eine Studie der kanadischen Regierung ergab, dass in den letzten 10 Jahren fast 2/3 der Pappeln in Westkanada abgestorben sind. Schuld ist eine Kombination aus Dürre und Insektenbefall. Espen sind sehr widerstandsfähig. Fressen Insekten ihr Laub, können sie noch im selben Sommer ein neues Blätterkleid bilden. Doch Dürre schwächt ihre Abwehrkraft. Gleichzeitig beschert das wärmere Klima Insekten ein längeres Leben. Kanadische Wissenschaftler befürchten, dass die Zitterpappel aus dem Schneewald Westkanadas gänzlich verschwindet. Auch Nadelbäumen machen Dürre und eine verlängerte Insektensaison zu schaffen. Sibirischer Arvenspinner und Bergkiefernkäfer vernichten ganze Kiefern- und Fichtenwälder. Der Forsttechnologe Roger Brett untersucht für die kanadische Regierung den Sommer über die Ausbreitung der Käfer im borealen Wald. Bergkiefernkäfer greifen geschwächte Bäume an, weil sie es dort leichter haben. Wenn sich der Käfer in den Stamm bohrt, reagiert der Baum mit seinem automatischen Schutzreflex. Starker Harzfluss setzt ein. Der Käfer versucht, diese Abwehr zu schwächen.
Wenn Weibchen in den Baum eindringen, bohren sie einen langen vertikalen Stollen und legen ihre Eier ab. Wenn die Jungen schlüpfen, verlassen sie den Brutstollen auf horizontalem Weg. Die Käferlarven schleppen einen Pilz ein, der den Harzfluss blockiert. Die bräunlichen Wipfel sind Zeugen. In den letzten 30 Jahren haben die Käfer in ganz Westkanada stark zugenommen. Der Bergkiefernkäfer ist ein perfektes Beispiel. Die Population ist in nie dagewesenem Maß explodiert und verbreitet sich weiter nach Norden und Osten. Auch Fichtenkäfer expandieren, von British Columbia bis in Teile von Alberta. Beides sind einheimische Schädlinge. Aber die explosionsartige Vermehrung und Verbreitung der letzten Jahre haben direkt mit dem Trend zur Erwärmung zu tun. Der Käfer unterbricht den Nahrungsfluss im Baum und tötet ihn dadurch ab. Die befallenen Kiefern verfärben sich rostfarben. Der Wald wirkt herbstlich. Doch in Wirklichkeit sterben die immergrünen Bäume. Große Gebiete der Rocky Mountains sind heute mit Baumskeletten übersät. Auch weit im Norden, wo die Taiga in die Tundra übergeht, ist das Klima jetzt wärmer. Ein Anreiz für die Bäume, sich nördlich ihres Verbreitungsgebietes anzusiedeln. Für die hier lebenden Cree dokumentiert Sam Hunter die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Lebensbedingungen. Wir sehen jetzt hier ab und zu Bäume wachsen, bis hoch zur Küste. Sogar Weiden wachsen jetzt weit draußen im Grasland, wo es vor 30 Jahren wirklich nur Gras gab. Es gab keine Weiden, keine Bäume. Aber jetzt wachsen entlang der Küste haufenweise alle möglichen Fichten, Lärchen, Pappeln. Tamarack, Poplar. Früher gediehen Bäume in der nördlichen Taiga auf den Erhebungen, die der Permafrost formt. Weil der Frost nun taut, fallen die Bäume einfach um, wie ein Haus, dem plötzlich das Fundament abhanden kommt. Es sinkt ein und alles auf der Erhebung stirbt ab. Sie nennen es betrunkene Bäume. Wenn sie einsinken, bilden sie einen Muskeg. Muskeg ist organisches Material, das sehr langsam in stehendem, kalten Wasser verrottet. An den Flussufern, wo der Permafrost taut, kollabiert alles, wenn es keinen Bewuchs mehr gibt. Durch die Permafrostschmelze wird Methan freigesetzt. Immer wieder sieht man Blasen und hört es blubbern. Das Methan blubbert an die Oberfläche, weil organisches Material aus Tausenden von Jahren im Untergrund auftaut und verrottet. Methan ist ein Treibhausgas und wirkt etwa 30 Mal stärker als Kohlendioxid. Langsam und von der Öffentlichkeit unbeachtet, schließt ein Teufelskreis die Taiga ein. Sterbende Bäume und schmelzender Permafrost entlassen massenhaft Treibhausgase in die Atmosphäre. Die Gase verstärken die globale Erwärmung. Das Land trocknet weiter aus. Perfekte Bedingungen für Feuer. Mike Flanagan ist Experte für Wald- und Flächenbrände. Weil es wärmer wird, kann die Atmosphäre das Brennmaterial fast exponentiell stärker trocknen. Mehr Niederschlag könnte den Trocknungseffekt ausgleichen. Unsere Modelle legen aber nahe, dass es nicht genug Niederschlag geben wird. Also werden wir trockenere Brennmaterialien haben. Das ist entscheidend, denn ob ein Feuer sich entzündet und ausbreitet, hängt davon ab, wie viel Brennstoff es gibt und wie trocken der ist. Das alles beeinflusst die Feuerintensität. Hochintensive Feuer werden häufiger. Das sind Feuer, die man nur sehr schwer oder gar nicht löschen kann. Das Gleichgewicht aus Feuer und Regenerierung des Waldes ist gestört. Die Erderwärmung hat eine heimtückische Wirkung. Je wärmer es wird, desto häufiger blitzt es.
Was wir derzeit im borealen Wald von Nordamerika und von Russland beobachten, ist eine Intensivierung des Feuerregimes. Es brennt häufiger auf größeren Flächen und es brennt auch intensiver als vorher. Neuerdings sind unsere Wälder keine Kohlenstoffsenken mehr, die Kohlenstoff aus der Atmosphäre heraussaugen, sondern sie geben jetzt selbst Kohlenstoff ab, was vor allem an Störungen wie Insekten und Krankheiten liegt. Das ist wichtig, denn das ist völlig anders als früher. Die Feuer brennen sich tiefer in die Kohlenstofflager im Torfmoos. Torfgebiete sind eine über Jahrtausende angereicherte Kohlenstofferbschaft. Jetzt brennen sie häufiger als früher und setzen etwa so viel Kohlenstoff frei wie die globale fossile Verbrennung. Feuer ist nicht nur im ländlichen Norden ein Problem, es trifft jetzt auch Städte. Wenn Wald brennt, entsteht schwarzer Kohlenstoffruß. Er absorbiert Wärme und führt zu noch höheren Temperaturen. Mitten im Sommer ersticken die Städte im Rauch. Aufgrund der Waldbrände gelangen schwarzer Kohlenstoff und Kohlenwasserstoff in die Atmosphäre. Beides heizt das Klima weiter auf. Sie schädigen die menschliche Gesundheit. Es ist ja nicht gesund, Rauch einzuatmen. Savun hengittäminen ei ole terveellistä. Ich werde oft gefragt, wenn es jetzt immer öfter brennt, wird der Wald dann nicht verschwinden? Und das stimmt. Der Wald wird verschwinden, wenn es so häufig brennt. Den Bäumen wird einfach nicht mehr genug Zeit bleiben, reife Samen zu bilden. Denn das dauert etliche Jahre. Wir werden am Ende also Grasland haben, vielleicht mit ein paar Büschen. Die Taiga als Kohlenstoffspeicher zu verlieren, das ist eine Tragödie für die ganze Welt. Hinzu kommt, mit dem Wald stirbt ein Lebensraum für Pflanzen, Tiere und Menschen. Das kanadische Fort McMurray mit seinen rund 80.000 Einwohnern liegt mitten in der Taiga. Wie die meisten Städte hier entstand der Ort, um Bodenschätze auszubeuten. In diesem Fall Öl. Fort McMurray ist das Zentrum der expandierenden kanadischen Ölsandindustrie. Aus ganz Kanada ziehen Menschen hierher, um ordentlich Geld zu verdienen. Viele bleiben aber, weil sie hier mitten im Wald leben können. Erin Fleming ist bereits hier aufgewachsen. Jetzt arbeitet sie für die Stadt. Diese Grundstücke wurden direkt am Waldrand angelegt. Und wegen dieser Lage haben die Leute die Häuser gekauft. Viele, die nach Fort McMurray ziehen, können gar nicht glauben, wie schön es hier ist. Wenn sie das hier sehen, sagen sie, wow, hier ist ja lauter Wald drumherum. Ich liebe Natur. Ich habe mein ganzes Leben an der Grenze zwischen Stadt und Natur verbracht. Dafür hat Fort McMurray immer gestanden. Im Mai 2016 brannte der Wald in der Nähe. Zwei Tage später drehte plötzlich der Wind und das Feuer raste auf die Stadt zu. Es ist da. Da, direkt neben der Straße. Es war schiere Panik. Die Leute ließen ihre Autos stehen und rannten. Einsatzfahrzeuge wollten die brennenden Gebiete erreichen. Ordnungskräfte versuchten, den Verkehr zu lenken. Es war völliges Chaos. 2400 Häuser fielen den Flammen zum Opfer. Mit fast 10 Milliarden Dollar war es die teuerste Katastrophe der kanadischen Geschichte. Wir haben alles verloren, unser Haus, unsere persönliche Habe, die Bäume, alles. Bereits zwei Jahre nach dem Brand steht rund die Hälfte der Häuser wieder. Aber der Verlust der Bäume schmerzt die Menschen noch immer.
Als ich das erste Mal nach Fort McMurray zurückkam, habe ich angesichts der unfassbaren Zerstörung nur geweint. Ich kannte schon Bilder und Videos, aber es mit eigenen Augen zu sehen, war niederschmetternd. Mein großes Grundstück war vorher voller Bäume. Jetzt lebt kein einziger mehr. Früher kamen Hirsche und andere Tiere auf mein Land. Jetzt gibt es keine Bäume mehr in meinem Hof. Der Staub ist unfassbar. Ich höre kaum noch Vögel. Na gut, die kommen jetzt wieder. Aber es ist nicht mehr so wie früher. Die Menschen mögen die Nähe eines Waldes. Und diese Verbindung ist jetzt weg. Wer hier wohnt, fühlt diesen Verlust. Die Einwohner von Fort McMurray wissen, dass ihre Stadt ein Synonym ist für Treibhausgasemissionen. Es gibt zwei Meinungen. Manche glauben, dass der durch die Ölsandförderung mitverursachte Klimawandel für dieses Feuer verantwortlich ist. Aber hier wird doch so viel wieder aufgeforstet. Die Menschen versuchen, der Natur etwas zurückzugeben, zu begrünen, auszugleichen, was sie aus der Erde genommen haben. In den 1970er Jahren begannen rund um Fort McMurray massive Waldrodungen für die Ölsandförderung. Die Firma Syncrude betreibt in Fort McMurray die größte Ölsandmine der Welt. Allein die energieintensive Gewinnung des Öls verursacht 10% der menschlichen Treibhausemissionen in Kanada. Das Tagebaugebiet ist 900 Quadratkilometer groß. Seit einigen Jahren rekultiviert Syncrude stillgelegte Tagebauflächen. Bislang 38 Quadratkilometer. Die Ökologin Jessica Piercy ist für die Wiederaufforstung verantwortlich. Das hier war seit den späten 70ern bis etwa zum Jahr 2000 Abbaugebiet. Dann war Schluss. Wir verfüllen jetzt den Tagebau und kümmern uns dann Stück für Stück um die Ablagerung. Wir untersuchen natürliche Feuchtgebiete, um Mutter Natur nachzuahmen. Wir brauchen so und so viele Hügel und so viele Täler. Dann können unsere Bergbauplaner auch ein bisschen kreativ werden und hineinbauen, was ihrer Auffassung nach ästhetisch ansprechend wirkt. Wir pflanzen unterschiedliche Bäume, aber auch Sträucher. Obwohl es jetzt noch nicht danach aussieht, könnte hier in 10 bis 50 Jahren ein Naturpark wachsen. Es wird ein Feuchtgebiet, das wir hoffentlich in das natürliche und ungestörte System der Umgebung integrieren. Die wiederauferstandene Natur soll einen Teil der Treibhausgase absorbieren, die durch den Teersand in die Atmosphäre gepustet werden. Dieses sehr junge Sandhill-Moor hier wurde bereits im zweiten Jahr zur Kohlenstoffsenke. Jessica Piercy ist überzeugt, ihre Arbeit gleicht Schäden aus, die unabwendbar sind. Es ist unrealistisch zu denken, die Menschheit würde aufhören, Öl zu fördern und zu verarbeiten. Wenn wir diesen Wald wiederherstellen können, wo vorher ein Tagebau war, dann ist das nachhaltig. Ich liebe doch den Wald, bin naturverbunden, aufgewachsen. Ich glaube, hier habe ich Gelegenheit, etwas Nützliches zu tun. Im ältesten Rekultivierungsgebiet wurde mittlerweile eine Bisonherde angesiedelt. Andere Tiere sind von selbst gekommen. Es gibt Biber, direkt hinter mir, die große Biberburg. Die Biber kommen zurück. Unsere Kameras haben Hirsche gefilmt. Elche gibt es auch. Vor 2 Wochen hatten wir Kamerabilder von einem Luchs mit Nachwuchs. Bären gibt es auch. Ich habe mein Bärenspray immer dabei. Wir freuen uns, dass die Tiere zurückkommen. Das ist ein wichtiger Teil im gesamten Prozess. Wenn man sich den Tagebau anschaut, wenn das alles einmal so wird wie hier, ja, das braucht Zeit. Vielleicht 50, vielleicht 100 Jahre. Aber dann ist das aus meiner Sicht nachhaltige Ressourcenentwicklung.
Es bleiben Zweifel, ob die Maßnahmen mehr sind als ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Wald hat einen großen Wert, den man gar nicht messen kann. Er spielt für die Umwelt weltweit eine entscheidende Rolle. Eine entscheidende Rolle als natürlicher Lebensraum, für den Wasserhaushalt. Die Verbindung zur Natur ist für uns Menschen wichtig. Wenn wir das verlieren, ja, das wäre schlimm. Das Eindrücklichste für mich am Borealen Wald ist die Weite und die Größe. Es ist einer der letzten Wälder in unserer Welt, der noch wirklich wild ist und von natürlichen Prozessen geprägt wird. Wenn man dort mit dem Hubschrauber drüber fliegt, dann hat man das Gefühl, man fliegt über einen grünen Ozean. Das ist wirklich wunderschön und ergreift einen.